Das hätte gefährlich werden können. Kostic. Hinteregger. Da ist Witzel. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Philipp Kostic. Axel Witzel am Ball. Bastos! Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Damit die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel. Da hat er sich abgesetzt. Jetzt der Eckball. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Da kommt die Hereingabe. Und der Pass. Super Kopfball. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Weg ist der Ball. Bas Dost. Witzel. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Ja, guter Pass. Das ist der Anschlusstreffer, ist noch mehr für Sie drin. In so Dreieck geschossen, Torwart ohne Chance. Da ärgern Sie sich, Ballverlust. Jetzt will er Ihnen den Ball abnehmen. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Bas Dost. Marcel Sabitzer. Dost mit der Riesenchance. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich... Son. In den freien Raum. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Bas Dost. Witzel ist das. Kampe. Kostic. Bas Dost. Den Ball will er nicht hergeben. Schönes Zuspiel. Geht er rein. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und heute wird es bei uns um ein Spiel aus der FUT Champions Weekend League gehen. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Die Gastgeber könnten heute am Ende die nächste Stufe erreicht haben, hier in dieser Weekend League. Das ist die große Aufgabe und ich bin gespannt, wie sie es angehen. Und das macht er schlecht, der Spieler. Super Tor! Er macht das Ding mit einem Flugkopfball. Chance zum Konter jetzt. Der Konter wird abgefangen. Jetzt Sabitzer. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Könnte der Ausgleich werden. Da ist das Tor. Und dieses Tor, ganz energischer Einsatz. Sie holen sich den Ballbesitz. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Hereingabe. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist er da. Schwache Aktion, Ballverlust. Bas Dost. Dost. Super dieses Zuspiel. Er macht das Spiel schnell. Er macht ihn rein. Leeres Tor. So einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Angelino. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen ab. Das ist die Führung. Ganz wichtiger. Später Treffer von ihnen. Das müsste es. Bale. Und damit ist der Ball weg. Guter Vorstoß jetzt. Energischer Zweikampf auf dem Flügel. Und da ist der Ball wieder weg. Bas Dost.
Chance zur Führung. Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. So. Ja, der nächste tolle Pass. Super Pass. Was macht er draus? Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich Zusätze. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Toller Pass. Dost. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute, das war der dritte Streich. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klar. Martial, ist es das? Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Was Dost. Ja, guter Pass. Sie kommen jetzt über außen. Kostic. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem Angelino. Das ist Kostic. Was Dost. Und nun Witzel. Kostic. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Gut gemacht. Marcel Sabitzer. Super Pass. Jadon Sancho. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie haben diese Partie. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Philipp Kostic. Bas Dost. Ein unfassbares Tor. Über weite Strecken waren sie das bessere Team. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel. Jetzt Sabitzer. Dost. Gut verteidigt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Bas Dost. Mit ihrem Pressing erkämpfen sie sich hier dieses Tor. Und Wolf, da siehst du es wieder. Diese Taktik ist extrem effektiv. Wenn du dem Gegner überhaupt keine Räume gibst, wenn du ihn sofort einstürzt. Er wird das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und es geht bei uns heute um eine Partie in der FUT Champions Weekend League. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Wenn alles gut läuft für die Gäste an diesem Abend, dann haben sie die nächste Stufe erreicht hier in der Weekend League. Ist natürlich ein großes Ziel. Die Mannschaft hat das in meinen Augen verdient. Ist eine gute Truppe. Und ich glaube, die haben auch die Kaltschnäuzigkeit, diese Chance zu nutzen. Ball kommt in die Mitte. Tolles Tor! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Klasse, wie die Flanke reinkommt. Und dieser Volley, da brauchst du Mut. Kostic. Das ist Kostic. Marcel Sabitzer. Guter Vorstoß, kann was werden. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Der ist drin. Eine einseitige Angelegenheit. Na, Zeiten. Den kannst du nicht ganz aus dem Spiel nehmen. Dazu ist die Qualität zu groß. Jadon Sancho. Das macht er richtig gut. Jadon Sancho. Und die Chance. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. So, da hätten wir... Problemlos hier von Ter Stegen. Da muss er aber auch hin. Dost. Jadon Sancho. Jadon Sancho! Sie machen das Tor! Wilfried Zaha. Ball kommt in die Mitte. Gut geklärt, das war wichtig.
Das macht er richtig gut. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Bastos. Marcel Sabitzer. Bastos. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Angelino. Dost mit dem Ball. Philipp Kostic. Tolles Zuspiel. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es. Jetzt Witzel. Guter Pass jetzt. Philipp Kostic. Das ist die Chance. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in die. Angelino. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Marcel Sabitzer. Wenn er das so hingeht, hält er ihn natürlich nicht auf. Jetzt ist er durch. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Super Trick, er kommt vorbei. Bastos. Könnte der Ausgleich sein. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Sie machen den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. Es ist alles wieder offen. Zumindest was. Joao Cancelo. Sissoko. Sie holen sich den Ball. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ballverlust. Chance zum Anschlusstreffer. Und Tor mit ganz viel Gefühl. Ach, zu ungenau. Der Ball ist weg. Kampel. Viel mit Auge. Da ist die Chance. Sie sind vorne. Ungläubig. Schauen Sie auf die Anzeigetafel. Nach diesem Rückstand sind Sie. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Angelino. Guter Spielaufbau. Jetzt können Sie es entscheiden. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben, tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. 5:3 jetzt. Zwischen und hat den Ball. Sie holen sich den Ballbesitz. Emre Can. Dost. Schönes Zuspiel. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. 2:0 steht es hier, Sie in Druck. Marcel Sabitzer. Da ist Sancho. Bas Dost. Emre Can. Oh, das könnte was werden. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Der neue Spielstand. Das ist die große Aufgabe und ich bin gespannt, wie Sie es angehen. Da kommt der Pass. Da passt der klasse auf.
Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball und das Tor bringt gute Distanz, könnte hier der späte Ausgleich werden. Kostic, er trifft den Pfosten. João Cancelo. Jan Oblak. Und jetzt ist Oblak gefragt. Und jetzt haben sie es, da ist der Ausgleich. Wir kennen ihn als Rückhalt seiner Mannschaft. Davon ist hier herzlich wenig zu sehen. Ein dicker Bock und dann fällt eben auch das Tor. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da wäre Platz für den Konter. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Das ist die Führung. Ganz wichtiger. Später Treffer von ihm. Das müsste es eigentlich sein. Gute Position für den Freistoß. Das könnte was werden. Freistoß jetzt. Vielleicht ist das die Chance. Die Nummer 18.